Aber komm, jetzt können wir mal zu Stahlbart gehen und ihm erzählen, dass wir so einen Piraten gefragt haben. Kommst du auch mal aus deiner Hölle? Ich hab noch was, das dich überzeugt. Schön, er argumentiert dann noch fleißig, aber Stahlbart interessiert das nicht. Die Bohne. Ich hab einen gefangenen Piraten befreit. So? Wen? Lago. Er saß in Puerto Sacarico im Turm. Gut gemacht, Junge. Wir Piraten müssen zusammenhalten. Vor allem gegen die Inquisition. Klasse, kann ich jetzt? Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Du siehst der Gefahr ins Auge. Hallo. Lago befreit. Vergiss nicht den Rum. Natürlich! Der Rum! Was ist jetzt? Sag ich doch. Das reicht mir noch nicht. Achso, du musst doch rein. Musstest du irgendwas Spezielles aus dem Ding klauen? Aus dem Zimmer von Booth? War es nicht irgendwie so? Ich kann mal ganz kurz gucken. Nee. War jetzt erstmal nichts wirklich. Ah, der meinte, achso, vielleicht musst du musst den Plan ihm abkaufen. Naja, genau. Dann geht's. Du rennst gar nicht mit ihm vorbei. Aber ich will jetzt, guck mal, wir haben gar nicht mehr so viel Gold. 1300 ist nicht viel. Ja, aber ich will mir das ja noch so ein bisschen. Guck mal, hier können wir Totenkult und schwarze Magie, wenn wir den anlegen. Der macht eine Kugel sicher. Guck, wir legen mal wieder unser dreckiges Hemd an. Den hast du doch längst versoffen. Also, ansonsten kann man die weiteren Reichen gar nicht abkaufen, wahrscheinlich. Willst du mich ausrauben oder ich geschäfte? 100 haben wir, dann haben wir mal 1200. Ich kaufe deinen Plan. Dann pass mal auf. Ganz oben ist das Zimmer von Goose. Da ist einiges zu holen. Aber ganz oben sind auch Elia und Alistair. Die schmeißen dich raus. Und dein Plan? Elia geht zum Schlafen runter, also warte so lange. Und Alistair hat eine Schwäche für die süße Lola. Gib ihr einen Kuss von mir und drück ihr ein paar Goldstücke in die Hand. Dann wird sie sich um ihn kümmern. Und du kannst dich oben in Ruhe umsehen. Na, kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen, du Landratte? Ja. Hier, wenn wir nämlich mal ganz kurz gucken können. Oh, wir können ja schon wieder ein hochgehen mit dem Ruhm. Aber es fehlt eben noch einer. Hier, 3000 brauchen wir dafür. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen, um damit wir mit der Gerissenheit hochgekommen, hoch genug kommen. Also, 7. Nee, die Gerissenheit müssen wir hoch genug bekommen. Nicht wir müssen einen hoch bekommen. Das ist jetzt leicht missverständlich. Hallo Lola. Ein schönen Gruß von Morris. Einen schönen Gruß von Morris. Morris? Dieser Mistkerl ist einfach abgehauen und lässt sich nicht mehr blicken. Dabei schuldet er mir noch Gold für, wenn ich den in die Finger kriege. Verarscht er mir ein bisschen. Nimm's Erste. Ja? Ja. Morris ist unten, vor der Kneipe. Er ist nicht auf dem Schiff? Hank wird sich um ihn kümmern. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Worum geht's? Alistair braucht ein wenig Gesellschaft. So, du meinst, er könnte ein wenig Ablenkung vertragen von seiner schweren Arbeit. Wir verstehen uns. Noch nicht ganz. Zahlen wir? Ich würde es erst machen, wenn wir den nötigen Dietrich, damit wir die Dinger oben knacken können. Ja, stimmt. Die tun. Stimmt, also brauchen wir jetzt sowieso noch ein paar Dinger. Wir brauchen noch Ruhm, wir müssen noch... Kriegen wir fürs Piratenbuch lesen EP? Kann sein. Dann probierst du einfach, die brauchen wir ja, die EP. Das hier könnte interessant sein. Am nächsten Tag erwachte er mit einem Kater und das fehlte ihm der rechte Stiefel. Da er sich an nichts erinnern konnte, suchte er tagelang vergeblich. Beim nächsten Saufgelage stürzte er vor der Westküste Antiguas über die Reling und blieb verschollen. Der linke Stiefel gilt seither als verflucht. Der linke Stiefel suchen. Ja, wir haben ja hier diese, der Handspiegel, der linke Spiegel. Meine Güte, gibt ja ganz schön viele mysteriöse Gegenstände hier. Lass uns doch den Stiefel suchen. Nee, ich glaube, der ist hier auf der Karte nicht mehr drauf. Wir sind hier auf Takarigua und hier im Logbuch steht etwas von Antiguas. Der ist nicht bei uns. Und den Handspiegel, kriegen wir den? Ja, den müssten wir ihm abkaufen für 1000 Golddinger. Das mag ich aber nicht. Ich meine, ich möchte ja Geld haben und Gold ist knapp hier. So, was haben wir denn hier? Ach,
Guck mal, hier geht's weiter. Na hallo, Mensch. Der chillt hier aber entspannt. Blake. Sieh an, ein neues Gesicht. Bist noch nicht lange hier, was? Ich habe auch nicht vor, lange zu bleiben. Genau wie wir. Sobald der Captain den Befehl gibt, legen wir wieder an. Dem kann man bestimmt auch. Gehörst du zu Stahlbarts Crew? Bestimmt. Es gibt bestimmt wieder Punkte beim Captain. Stahlbart ist verflucht nochmal der beste Captain, den es gibt. Ach ja. Wenn er 1000 Flüche auf sich lädt. Ich segle mit ihm bis ans Ende der Welt, wenn es sein muss. Stahlbart ist verflucht? Seit wir damals diesen Tempel geplündert haben, kommen überall, wo wir an Land gehen, diese Viecher aus dem Meer. Deswegen stehe ich auch hier rum. Bruce hat Ärger gemacht wegen der Viecher. Da hat der Captain zu mir gesagt, Blake, kümmere dich drum. Und das mache ich jetzt. Ich will bestimmt helfen. Genau. Brauchst du Hilfe? Nö. Brauchst du Hilfe? Kannst du den Feste treten? Was? Also, ohne dass du weißt, wie man mit den Viechern fertig wird, bringt das nichts. Ich kann es dir beibringen, wenn du willst. Na, dann zeig mir mal ein paar Tricks. Zeig mir ein paar Tricks. Ja, was willst du denn wissen? Ah, okay, schon wieder. Müssen wir wieder zeigen hier. Gold und so müssen wir wieder aufbringen. 500, ne, wir wollen ja erstmal das so, dann brauchen wir erstmal nicht treten. Ja. Wie kommt es, dass du hier alleine stehst? Bruce hat Curtis gesagt, er soll mir zwei Typen an die Seite stellen, aber das sind Säufer. Aber zur Not werde ich auch allein mit den Viechern fertig. Ein Pirat schlägt keinen guten Kampf aus. Ja, das solltest du das dir merken. Das habe ich mir schon lange gemerkt. Was kommt denn alles so aus dem Meer? Was kommt denn so alles aus dem Meer? Der Captain. Sandteufel und gepanzerte Krabben. Die Dinger sind echt zäh. Aber es gibt einen Trick, wie man sie am besten abboxt. Aha. Wahrscheinlich muss ich erst den Trick lernen, um ihm helfen zu können. Ja. Aber anders kommen wir nicht voran. Ist natürlich dämlich, weil wir geben natürlich die ganze Zeit Gold aus. Na komm dann. Zeig mir ein paar Tricks. Ja, was willst du denn wissen? Zeig mir mal einen ordentlichen Tritt. Du hast bestimmt schon oft jemanden in den Hintern getreten. Aber das, was ich dir zeige, ist was anderes. Ich rede von einem echten Tritt. Das ist ein Angriff, genau wie mit deinem Säbel oder Gewehr. Wenn du einen Kerl vor dir hast, kannst du ihn von dir wegtreten. Das bringt dir Zeit und ist nützlich, wenn du es mit vielen Gegnern zu tun hast. Gepanzerte Viecher sind noch was anderes. Die kannst du mit einem Tritt zu Boden werfen und dann abmurksen. Das klappt aber nur, wenn du sie im richtigen Moment triffst. Warte, bis sie sich aufrichten. Ich werde es versuchen. Hey, prima. Ha, siehst du? Und jetzt können wir nämlich gegen die Krabben kämpfen. Oh, richtig schlimm. Kämpfen wir gegen die Krabben. Dann zeig mal, was du kannst. Wenn du mehr Krabben erledigst als ich, dann hast du es wirklich drauf. Und da kommen sie auch schon. Los geht's. Erstmal wird gespeichert, so wie es sich gehört. Reisen die alle mich? Mach erst die Charaktere am wenigsten hier. Ja, wie sonst die andere automatisch an? Verdammt! Erst wenn sie sich aufbauen, soll ich treten. Ah, wir haben nicht mehr so viel. Da gibt's, das schreit wohl nach einem ordentlichen Rum. Davon auch noch ein paar. Ja. Aber der visiert auch zwischendurch gerne mal um. Das passt mich ehrlich gesagt ziemlich an. Das heißt, da ist zwar einer, aber die rennt immer weg. Der andere. Also komm schon, dämliches Ding. Ja, guck mal, die liegt am Boden und schon visiert er die andere an. Und noch ein Rum, weil es so schön war. Natürlich nicht zu liegen vergessen. Also das war jetzt eine schöne kleine Krabbenschlacht. Das ist immer noch. Naja, die sollst du umbringen. Ja. Krabbenklatsch.
Oh geil, hier erhält man Muscheln, aus denen kriegt man Perlen, das ist immer gut. Keine mehr übrig. Schätze, das war's fürs Erste. Supi. So, jetzt haben wir hier ein paar Muscheln. Da hole ich jetzt mal ein paar raus. Hoffentlich haben wir da ein paar Perlen drin. Nichts, eine Perle haben wir gekriegt. Schade. Nichts. Aber jetzt haben wir schon 4 Perlen und das ist ganz gut. Dann können wir nämlich wieder ein bisschen was verkaufen. Wir haben ja noch eine ganze Menge Zeugs hier. So. Es sind keine Krabben mehr übrig. Waren ja auch genug. Ich habe noch keinen gesehen, der die Viecher so schnell umbringt wie du. Ich sag dir doch, ich hab's drauf. Und das war nicht übertrieben. Erzähl das ruhig mal dem Käpt'n. Was machen wir mit der Beute? Die kannst du behalten. Bei Flanagan kannst du das Zeug zu Gold machen. Ich leg auch noch was drauf. Dann reicht's für ein paar neue Stiefel. Nett von ihm. Also anscheinend haben wir jetzt doch tatsächlich mehr Krabben umgebracht als er, auch wenn ich das nicht erwartet hätte. Passt doch, du hast 3 und er hat 2. Mensch, wir sind doch besser als wir dachten. Das ist immer schön. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal kurz die Blutwurzel hier einsammeln und dann rasen wir zum Captain und sagen dem, ey Mann, wir haben Riesenkram umgelegt. Müssen wir auch was verkaufen und uns neue Stiefel kaufen, meinte er doch. Ja, genau. Ja, wäre vielleicht ganz praktisch. Ich meine, wir rennen jetzt wieder barfuß rum. Und bei wem? Bei Fleming, dieser komische rote Typ da oben, den habe ich schon mal gesehen. Na, achso, der. Kommst du auch als Maul, du. Ich bin jetzt hier gerade mal. Man erzählt, du bist verflucht. Man erzählt sich, du bist verflucht. So. Erzählt man sich auch von den Seeschlangen, die ich erwürgt habe? Und? Bist du's oder bist du's nicht? Würde es dich davon abhalten, mit mir zu segeln? Ich suche diese Waffe. Und wenn ich mit Verfluchten segeln muss, um sie zu bekommen, dann werde ich das tun. Auch wenn du selbst verflucht wirst? Hör zu, ich bin verflucht. Und jeder, der mit mir segelt. Willst du immer noch mitkommen? Soll ich erst einen rumnehmen, oder? Habe ich denn eine Wahl? Habe ich denn eine Wahl? Ich weiß nur gerne, worauf ich mich einlasse. Das will ich dir sagen. Mara, hetzt uns den Abschaum der Meere auf den Hals. Aber wir lassen uns nicht so einfach umbringen. Warum will Mara uns umbringen? Jeder, der nicht ihr Untertan ist, ist ihr Feind. Und ihre Feinde rottet sie aus. Das war eine nette Definition, finde ich. Und wann bist du ihr Feind geworden? Als ich mich entschlossen habe, nicht ihr Untertan zu werden. Dann bist du ihr schon begegnet. Junge, du stellst zu viele Fragen. Wenn du mit mir segeln willst, musst du dir das unbedingt abgewöhnen. Na komm, ich habe hier noch was. Ich habe noch was, das dich überzeugen könnte. Krabben. Ich habe ein paar Krabben erschlagen. Du redest nicht von den Kleinen, oder? Ein Hieb ihrer Zangen könnte einen Mast zerbersten, wie einen Dürren. Haben aber ganz schön was eingesteckt. Ja. Du bist nicht auf den Mund gefallen. Außerdem habe ich mehr erledigt als Blake. Er hat wohl einen Wettkampf draus gemacht, was? Jetzt mal im Ernst. Das war schon ganz ordentlich. Aber das wird nicht dein letzter Kampf gegen diese Ungeheuer gewesen sein, wenn du mit mir segeln willst. Dürfen wir jetzt endlich? Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Also nein. Du siehst der Gefahr ins Auge. Kämpfst gegen Riesenkrabben. Blake hält dich für einen guten Mann. Daugo befreit. Vergiss nicht den Rum. Natürlich, der Rum. Was ist jetzt? Das reicht mir noch nicht. Meine Fresse. Ich sagte, wir sind ja noch Rum erst aus dem Zimmer. Lass dir was einfach. Stimmt. Beeindruckend. Möglich, das könnte sein. Dann sollten wir erstmal so viel Rum zusammenkriegen, dass wir... Na, kommst du auch mal aus deiner Hütte getroffen? Quatsch mal kurz mit Teddy oder ich... Guck mal sein Schiff mir an, vielleicht finden wir da noch irgendwas Nettes. Du brauchst mir noch den Verstand, du Lappen. Tja, ich schätze, du hast jetzt einiges zu tun. Wir unterhalten uns hier noch eine Weile. In Ruhe. Alles klar. Mit dem Rum hast du meinen Vater glücklich gemacht. Na, hoffentlich. Und besorg dir eine Schaufel. Was? Eine Schaufel. Warum soll ich mir eine Schaufel besorgen? Vielleicht damit du das Ding ausgraben kannst. Ah, guck mal, hier ist übrigens auch noch ein Bett. Also sollten wir irgendwann mal eins brauchen hier, dann können wir uns... Center bestimmt Stahlbad. Ja, ach,
wir kicken raus.